Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Chembuy. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie einen Dahua NVR und eine Dahua Kamera in die Web-Oberfläche einbinden. Zuallererst ist natürlich ganz wichtig, dass erstmal der Virenscanner deaktiviert ist. Der kann nämlich den Zugriff blockieren oder dass die IP-Adressen nicht im Netzwerk angezeigt werden. Danach können Sie den Schutz wieder aktivieren. Sie gehen zuallererst einmal auf Google und googeln das Config-Tool. Das finden Sie bei Dahua direkt und das können Sie dann herunterladen. Wenn Sie das heruntergeladen haben, öffnen Sie einmal das Config-Tool und dann sieht das Ganze so aus. Da wir jetzt keinen PoE-gebundenen NVR haben, haben wir die Kamera über eine Switch angeschlossen. Dementsprechend wird die Kamera hier auch angezeigt. Sollten Sie die Kamera in einem PoE-fähigen Recorder haben, werden die Kameras hier in diesem Tool nicht angezeigt, sondern die Aktivierung erfolgt dann über den NVR. Zuallererst muss man die natürlich initialisieren. So, dafür wähle ich erstmal beide aus. Können Sie auch einzeln machen. Da jetzt aber beide dasselbe Passwort bekommen, mache ich gleich zwei auf einen Schlag. So, dann einmal bestätigen. Jetzt habe ich natürlich einen Schreibfehler. So, wichtig ist dann, Ihre E-Mail zu hinterlegen für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen. So. Dann gehen wir einmal auf Next, einmal auf OK und jetzt sollte hier ein grüner Haken, super, hat geklappt. Dann auf Finish. Jetzt haben wir beide Geräte noch angeklickt und dementsprechend können wir jetzt auf Search Settings gehen. Hier ist es wichtig, es kann sein, dass hier kein Haken gesetzt ist, dass Sie hier einen Haken setzen. Bei Passwort geben Sie dann das vergebene Passwort hier ein und dann auf OK. Jetzt sollte auch hier das Ganze funktioniert haben. Beide sind da, beide sind initialisiert. Danach müssen wir natürlich noch eine IP-Adresse vergeben. So, dafür gehen Sie dann hier auf Edit. Ich habe die jetzt auf DHCP gestellt, Sie können aber auch eine eigene vergeben. So, DHCP, okay, grüner Haken, das passt. Dasselbe mache ich auch für die Kamera. Wenn das dann geklappt hat, können Sie noch einmal hier oben auf Refresh gehen und sehen, der NVR hat die 170 und die Kamera hat die 170 und der NVR die 172. So, jetzt können Sie hier rechts auf Web gehen. Wichtig ist, dass Sie natürlich in den NVR reingehen, wo wir die Kamera dann noch mit einbinden. So, dann einmal mit einem Klick auf Web, im Edge öffnen und schon sind Sie auf der Oberfläche. So, hier ist Benutzername immer Admin. Das ist so vorgegeben, den können Sie allerdings abändern, wenn Sie dies möchten. Hier gebe ich jetzt mein Passwort ein, das ich gerade eben vergeben habe und gehe dann auf Login. Ich habe jetzt aktuell keine Festplatte, dementsprechend piepst es auch im Hintergrund. Sollten Sie allerdings eine Festplatte haben, zeige ich Ihnen, wie Sie diese formatieren. Hierzu stellen wir erstmal einmal die Sprache um auf Deutsch, das finden Sie dann hier unter System, Language, Deutsch und dann einmal auf Apply. Jetzt ändert sich das einmal komplett um. Wenn wir schon hier sind, können wir auch gleich die Zeit einstellen. Hier ist natürlich wichtig, dass die Zeit auf die europäische Zeit eingestellt ist. Die ist gekennzeichnet mit Amsterdam. So, dann einmal auf Anwenden. Sollten Sie das über die Switch machen, bitte einmal auch in die Kamera separat reingehen, über das Config-Tool, hier über Web und hier die Zeiteinstellung auch auf Amsterdam stellen. Sollten Sie das über PoE haben, übernimmt er das automatisch. So, dann gehen wir jetzt einmal in den Speicher. Hier gehen wir dann auf Festplattenmanager und hier würde dann Ihre Festplatte auftauchen. Wenn Ihre Festplatte hier auftaucht, klicken Sie die einmal an und gehen dann auf Formatieren. Das kann dann kurz dauern, weil sie dann sich noch einmal hochfährt. Und dann hört das Piepsen auch auf. Da wir jetzt keine Festplatte haben, werden wir zuallererst den Ton ausstellen. Hierzu gehen wir dann einmal auf Alarm, gehen dann hier auf Ausnahme und hier müssen wir einmal diesen Haken ausmachen. Und das machen wir aber jetzt mal für alles, weil sonst hört die nicht auf zu piepen. Wichtig ist natürlich, wenn Sie dann eine Festplatte drin haben, das Ganze wieder anzuschalten. So, die dürfte jetzt nicht mehr piepsen. Jetzt gehen wir nochmal durch. Super. Dann gehen wir zu unseren Einstellungen. Wir wollen natürlich die Kamera in unserem NVR haben. Hierzu gehen wir einmal auf Kamera,
Jetzt tauchen alle Geräte auf, die Sie in Ihrem Netzwerk haben. Das sind bei uns ein bisschen mehr. Und hier schaue ich jetzt einmal nach der 170 oder nach der Kamera, die ist hier. Klick auf die Kamera drauf und gehe dann auf Hinzufügen. Jetzt können Sie schon sehen, die ist hier unten, aber rot, das ist ganz normal. Die verlangen nämlich, dass man einmal hier das Passwort eingibt. So, dann gehen wir auf OK, aktualisieren und schon ist die Kamera grün. Bedeutet, wir können jetzt ganz normal in unsere Live-Aufnahme und hier einmal auf das Icon drauf und schon haben wir die Kamera da. Jetzt nimmt sie allerdings noch nicht auf. Hierfür müssen wir dann einmal in die Alarmeinstellung auf Videoerkennung. Und hier können Sie dann die Kameras auswählen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt 5 haben, dann sind hier Zahlen von 1 bis 5. Sie müssen nämlich pro Kamera die Einstellung separat treffen. Dann gehen Sie hier einmal auf Aktivieren, Region, Einstellungen. Und aktuell haben wir eine Vollüberwachung, Vollbildüberwachung. Jetzt nehme ich hier mal die Kästen weg. Diese Fläche wird jetzt nicht aufgenommen. Das heißt, wenn jetzt hier jemand durchs Bild läuft, dann nimmt die nicht auf. Sie nimmt nur auf, wenn jemand hier durchs Bild läuft. Natürlich macht sie eine Vollbildüberwachung, aber sie reagiert nur, wenn jemand durch diesen Bereich läuft. Das heißt, Sie können dann je nachdem Bereiche auswählen, die Sie aufnehmen möchten oder weglassen möchten. Wenn Sie das dann gemacht haben, gehen Sie einmal in die Empfindlichkeit. Die stellen Sie zwischen 20 und 40, dass Sie nicht so viele Fehlalarme bekommen. Bei 60 kann es nämlich gut möglich sein, dass sie einfach viel stärker reagiert. So, wenn Sie das Ganze eingestellt haben, gehen Sie hier unten noch auf Mehr. Und klicken dann natürlich an, wie Sie die Benachrichtigung bekommen möchten. Heißt über Handy, möchten Sie das SMS kriegen, einen E-Mail-Versand. Genau, und da wählen Sie dann aus, was Sie zum Beispiel bevorzugen. Dann auf OK und ganz wichtig, unten rechts natürlich Speichern. So, allerdings hat man natürlich hier noch nicht eingestellt, ab wann die aufnehmen soll. Ich kann jetzt hier auf Zeitplan gehen und sagen, ich möchte nicht, dass die 24/7 aufnimmt. Ich möchte stattdessen, dass sie nur auf Bewegung aufnimmt. Hier wähle ich wieder meine Kamera aus, je nachdem, welche ich haben möchte. Gehe jetzt auf Kanal 1, das ist die einzige, die wir aktiviert haben. Und sage, ich möchte, dass sie auf Bewegung aufnimmt. Von der Uhrzeit her können Sie dann auswählen, ob Sie zwischendrin Pause machen oder ob Sie eine 24/7 Aufnahme möchten, dass sie in dem Zeitraum aufnehmen soll. Genau, das Ganze möchte ich natürlich für jeden Tag. Dementsprechend gehe ich auf Kopieren, Anwenden und Speichern. Wenn das erledigt ist, haben Sie schon die wichtigsten Einstellungen getroffen. Jederzeit gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, den Rekorder abzudaten. Können Sie gleich am Anfang schauen, ob er schon ein neues Update hat. Dafür gehen Sie dann auf Wartung, Update. Ich kann jetzt hier sagen, manuell prüfen. Und er sagt mir, neue Systemversion gefunden. Könnte ich jetzt aktualisieren. Werden wir jetzt natürlich nicht machen, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, dadurch, dass er auch noch einmal neu startet, kann es ein bisschen länger dauern. So, dann gehen wir einmal weiter. Ich zeige Ihnen ganz kurz im Schnelldurchlauf die ganzen Einstellungen. Hier finden Sie die Wiedergabe in Balken nachher gelistet, Ihre Aufnahmen, da sehen Sie dann auch Ihre Aufnahmen. Wenn Sie die dann herunterladen möchten, einfach hier unten rechts. Dann auf die Aufnahme klicken und herunterladen. Dann gehen wir einmal weiter in die KI-Einstellung. In der KI-Einstellung können Sie dann je nach Kamera unterschiedliche Einstellungen treffen. Das heißt Linienüberquerung, Gesichtsdetektion, Kennzeichenerkennung, das ist alles hier möglich. Wichtig dabei ist zu beachten, dass Sie nicht so viele Einstellungen auf einmal treffen. Am besten ist immer, wenn Sie nur eine Einstellung haben, sonst ist die Kamera nachher vielleicht oder der Rekorder verwirrt und kann sein, dass die Aufnahmen nicht richtig erfolgen. So, weiter geht es mit dem Alarm. Hier haben wir ja schon die Videoerkennung gemacht. Auch hier gibt es mehrere Einstellungen, können Sie hier mal durchklicken. Oder auch hier, wenn Sie was im Alarm ein- oder Ausgang haben, Audioerkennung, das können Sie dann hier alles einrichten. So, gehen wir dann weiter. Wartung waren wir eben auch schon drin. Hier gibt es System-Update. Ebenso finden Sie die Systeminformationen hier drin, zum Beispiel wie Version. Was sehr wichtig ist, wenn Sie das in die App einbinden möchten, da brauchen Sie nämlich entweder, um den NVR einzubinden, die Seriennummer oder den QR-Code oder Barcode vom Rekorder. Sie müssen auch nur den Rekorder einbinden, in dem Fall, der übernimmt die Kameras automatisch mit in Ihre Handy-App.
So, gehen wir einmal weiter. Hier hätten wir noch Sicherung. Können wir auch mal reingehen. Auch hier können Sie die ganzen Videoaufnahmen und Fotos herunterladen. Dann haben Sie noch die Möglichkeit zwischen Anzeige und Audio. Können Sie sämtliche Einstellungen treffen. So, auch hier Kamera, Netzwerkspeicher. Haben Sie noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Sollten Sie eine WLAN-Kamera haben, können Sie das auch hier einbinden. Das waren so die wichtigsten Informationen. So sollte das ganze System laufen. Und sollten Sie danach Fragen haben, können Sie jederzeit uns kontaktieren. Gerne beraten wir Sie auch vorab zu den passenden Geräten. Und ich hoffe, das Video hat Ihnen ein wenig weitergeholfen. Und somit sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.